Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier immer noch im Dungeon, der scheinbar doch größer ist, als ich es zuerst vermutet hatte. Jo, trotz des nicht mehr Schleichentuns sind wir jetzt schon im den dritten Part hier. Ja, tut mir leid, ist nicht so ganz gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ein Dungeon pro Part oder so irgendwie. Ja, der hier ist halt nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Der ist auch ein bisschen groß. Und da ich ja gewillt bin, so ziemlich alles mitzunehmen, was vielleicht gar nicht muss ist, aber... Ja. Bist du wegen der Synthi... Hallo? Was? Au! Hallo? Was läuft mit dir falsch? Big Boss, ne? Hallo? Jetzt bin ich hin. Erstens, Waffe wechseln. Zweitens, was war das jetzt gerade? Ich habe nichts gemacht. Ich habe ja nur den Raum wollen plündern. Wo ist schon wieder Hancock? Trottel, wo bist du denn? So, erstens, Waffe wechseln. Mit dem kann man nicht einmal mehr 5 Wörter wechseln. Haut da einen schon um. Toll, wo sind meine guten Waffen? Du da? Ja, was soll ich sonst machen, ne? Mit einem Scharfschützengewehr habe ich vielleicht noch die besseren Möglichkeiten. So, da waren wir jetzt ja, ne? Hancock, ich warte mal, bis du da bist. Ohne dich klappt das nicht. Normalerweise, ich habe gedacht, er bordet sich her, aber... Dem ist wohl nicht so ganz der Fall. Voll umgeschossen. So ein Mistkerl. Du da, komm her. Ich. Bist du wegen der Sünd hier? Sünd? Sarkastisch. Ja, nein. Sünd? Welcher Sünd? Wenn du nicht wegen der Sünd hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Wer ist der Sünd? Geht dich nichts an. Runner Chip, du musst sterben. Wer ist der Sünd? Und wer ist überhaupt dieser Sünd? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben, so wie der Rest. Schlecht. Eigentlich wieder was falsch gemacht. So gewollt. Na endlich, bist mal da, Hancock. Alter, den Trottel siehst du nicht. Hab ich erwischt? Au. Na, erwischt man nicht mal, oder? Blutest du schon? Ja, wo ist Hancock? Weg. Hui. Hallo, wo bist du denn? Irgendwo da, glaube ich. Super ist das, echt. Bam. Kann ich wieder was nehmen, supi. Bam. Erwischt? Ich glaube nicht. Alter, ist das schier. Ich glaube, jetzt habe ich was erwischt. Au. Da ist er. Bam. Der trifft nicht einmal was. Hallo? Wo hast du denn dein Zielwasser schon wieder hingetan? Au. Ja, keine Energie mehr. Genau. Alter. Hat der Drecksau sich gerade geheilt? Ist ja ungeheuerlich.
Fusionskern entfernt. Sehr schön. Das gibt's ja nicht. Also wenn er mich trifft, wahrscheinlich kann er sich dann recken, ne? Mann, ist das wieder schlau von mir. Okay, bald schon kein Ding jetzt mehr. Der ist aber auch stark. Natürlich, und jetzt treffe ich wieder nichts, ne? Diese Ausdauer. Komm raus, du Arsch. Bam. Das ist echt übel. Bam. Bam. Natürlich geht's wieder nicht. Ganz logisch. Ja, endlich ist er hin. Yeah, Runner Chip. Da haben wir's schon. Den Lebenden wird es mehr. Aufklärung. Was ist verbessertes irgendwas? Jäger und Gejagter. Also Jäger versus Gejagter. So wahrscheinlich, ne? Alter Hancock, was mache ich mit dir? Molekularstufe. Analysieren lassen, okay. Ach, Hancock. Hallo Mädel. Der Putztrupp ist hier. Mir fällt auch gerade ein, dass ich vergessen habe, unsere Sachen dazu und so weiter, ne? Servus, Mädel. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Okay. Toll, ich bin wieder überladen. Kannst du noch was schleppen? Wahrscheinlich nichts, ne? Was soll ich tun? Na, der ist auch voll wie ein Christbaum. Ja, das war wieder dumm von mir. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gut geschätzt. Ja, es hilft nichts. Überladen, was soll man machen? Ich wollte es eigentlich aber nicht im Part machen, das ganze Graffel dann hin und her zu schicken. Eigentlich. Jetzt geht sich das Ganze aber so dumm aus, dass ihr wahrscheinlich zu dem Handkuss kommt. Admin-Login. Passwort erforderlich. Jawohl, haben wir gemacht. Aufzug einschalten. Jawohl. Das ist mal das Erste. Und das Zweite. Die Tür aufsperren, bitte. Jawohl. Passt. Sehr schön. So. Ich danke Grüß dir. Mir fehlen die Worte. Oh. Also nochmal, wer bist du? Bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Hoffentlich. Zumindest schaut sie freundlich aus. Ja, die rennt mal irgendwo rum. Passt. Ah, die geht mal da alles durchsuchen. So, wohin? Da?
geht's raus, ne? Das heißt, ich muss zuerst darüber. Großartig, jetzt kann ich wieder ganz rundherum laufen. Ich werde da mal, nur für den Moment, schmeiß ich hier was rein. Kleidung müsste man recht viel haben. So, das zahlt sich hoffentlich aus. So, wie gesagt, nur für den Augenblick sozusagen. Das Gewehr macht auch nicht so wenig Damage. Naja, okay, verhältnismäßig halt jetzt gesehen. So, passt. Ich kann endlich wieder laufen. Juhu, da waren wir schon. Also da noch schnell rauf. Nein, verstecken. Nur übers Terminal. Dann schauen wir mal. Oh, das war jetzt sehr einfach. Bitte aufmachen. Supi. Hat's hingehauen? Jupp. Oh, ich trottel. Jetzt geht mir da ganz raus. Was war dann unten? Ich gehe gleich wieder rein. Das Zeug holen. Ich will nur schauen, wo wir da jetzt hinkommen. Wenn wir in der Nähe vom Eingang sind, wäre das auch nicht schlecht. Toll, das lädt jetzt wieder 20 Jahre. Jetzt habe ich nicht gelesen, wo wir da hinkommen. Toll. Ich habe mich jetzt einfach blind auf das Dingens verlassen. Ja. Wo sind wir da? Schön. Ah, da haben wir was. Du meinst, dass hier irgendwas versteckt sein könnte? Wow. Oh, schon da unten hatscht jemand. Ich sehe dich, ich sehe euch. Boah, ist das mal eine schöne Aussicht. Voll cool irgendwie. Schnell schauen, ob es hier was gibt, aber schaut nicht so aus. Ist schon cool. Da hinten gibt's dicke Luft. Ja, wir müssen da wieder rein, es hilft nichts. Trotzdem, schöne Aussicht. Du bist an einem echt schönen Ort gestorben. Also mit schönem Ausblick, meine ich. So, nochmal rein, das ganze Klumpert holen. Und ja, jetzt kommt sie leider zu dem Handkuss. Ungewollt, dass ihr da jetzt leider... Was? War der schon immer da? Ich glaube, der war halt schon immer da. So, jetzt müssen wir da noch schnell reinschauen. So. Da ist finster. Willkommen im Darkroom. Ah, wird schon besser. Ich glaube, wir fahren runter, ne? Ding! Ja, cool, jetzt geht der Aufzug auch. Ja, schön, jetzt sind wir ganz in der Nähe von unserem Müllcontainer. Das ist ja fesch. Das ist ja praktisch. Für Scharfschützen. Ja, was? Hast du was gefunden, oder wie? Das heißt, ich schmeiße in unseren Mistkübel noch ein bisschen was rein. Zum Beispiel der fette Mann hier. Das klumpert kann auch rein, das auch. Da habe ich schon was, ne? Ja, du kannst auch rein. Dann natürlich Kleidung und so. Oh, wir haben schon, Entschuldigung, ich habe schon zu viel abgelegt. Ja, super wieder, ne? Warte, ich nehme vielleicht einen Schrott, ein bisschen was Schrottmäßig mit. Das ist zu viel. Bleistift können wir noch mitnehmen. Ah, jetzt sind wir wieder zu voll. Super.
So. Nicht alle 8, aber wenigstens 2. So, das passt schon. Schon wieder verkehrt. Jo. Jetzt erlebt sie halt wieder meine Port-Session, sag ich mal. Tut mir leid. Es dauert jetzt ein bisschen. Jetzt hätte ich aber, jetzt muss ich schnell schauen, wenn da vorne irgendwo ein Mistkübel ist, dann könnte ich das Ganze ganz, ganz schön und kamott beschleunigen. Indem ich wirklich alles von dem Mistkübel rausnehme und da zwar reinschmeißen müsste, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür geht das mit der Schnellreise schneller. Schönes Deutsch. Würde es hier etwas geben, das ich anbieten würde? Nicht wirklich, ne? Dann müssen wir das Ganze eben leider so machen. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist jetzt eine ganz schöne Zeitverschwendung, ich weiß. Aber... ja, ich werd's dahin packen. Alles rein in diesen einen Container. Haben die 4 Füße? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, 4, ja. 6 Füße. Ach so, die oberen beiden sind... aha, verstehe schon. Irgendwie schon interessant, ne, wie so eine Viecher mutieren können. Ich weiß, dass ich zu viel mit mir herumtrage. Danke für die Info. Wäre gar nicht nötig gewesen. Was? Da wäre gut eine Tür. Ah, tatsächlich. Ach so, die Tür ist das. Na schön. Ich wollte eigentlich hier eine Tür, wäre nicht schlecht. Ach, verflixt. Ich bin überladen? Wie geht das? Nein, oder? Ich laufe nur nicht. Warum laufe ich nicht? Hallo? Ich kann ja nicht überladen sein, sonst ich gar nicht schnell reisen können. Das ist gerade mal interessant. Oh, da hinten landet wieder so ein Paladin-Dingens. So, also alles wieder hier rein. Für unser großes Projekt. Ah, warte. Hang von the Cock, kommst du? Ich schmeiß mal das rein. Der Kerl ist wieder irgendwo am Herumsandeln. Schrott, passt. Das klatscht mal alles da rein. Dab, 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 dab. Alles, was wir mit haben, rein damit. So, ja. Tap, 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 tap. So ist fein. Boah, wenn wir da zum Bauen anfangen, ne? So. Dann natürlich Waffen. Und Kleidung. So, Blei verstärkt es irgendwas. Das hier und sowieso. Jo, das Zeug muss ich dann reparieren gehen. Hang von the Cock. Da ist er. Gib her dein... na. Hey. Was ist los? Alles hergeben. Ach, dein Hut schon wieder. Hey. Schieß los. Du und dein Hut. Ihr seid echt ein Hammer. So. Ohne Hut schaut er echt komisch aus. So, lala. Also nochmal alles reinschmeißen. Raketenwerfer kommt dabei rein. Das klumpert und dieses. Das kommt auch mit rein. Das auch. Und der sowieso. Dann die kommt rein. Das ganze Graffel. So, 3. Du auch. Da haben wir sonst nichts mehr. Und natürlich der ganze Schrott wieder. Oh, ist gar keiner. Okay, jetzt muss ich hier noch schnell schauen. Waffe. Wo habe ich denn, ich Vollidiot? Warst das du? Nö. Wo habe ich denn mein Gewehr hin verschustert? Ich könnte heulen. Wie habe ich denn das wieder geschafft? Kann ja echt nicht sein. Eine 10 mm. 31 Schaden, schallgedämpft. Da bist du besser, ne? Ach nein, du bist eine Magnum, genau.
Ja, sag einmal, find jetzt mein Buffen nicht mehr an. Ich glaube, ich träume. Jetzt ist meine Waffe weg. Raketenwerfer, ja, weiß ich ja, dass das Damage macht. Ja, super ist das, echt. Nehme ich halt die mit. Was soll's. Dann kommst du weg. So einfach ist das. So. Jetzt müsste ich wieder leicht sein, ne? Ich habe jetzt nichts vergessen, wegzuräumen. Nee, passt schon. Alles gut. Dann porten wir uns leider wieder. Puh, hoffentlich weiß ich jetzt noch. Ja, ich bin ein Profi. Wo war ich denn jetzt? Ja. Warte mal. Ja, das ist wieder typisch ich. Ich glaube, mich trifft gleich der Schlag. Ja, sag einmal. Na? Ah, da ist es. Meine Güte. Profis am Werk, ich weiß. Baum, 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 baum. Lalilala. Aber dafür haben wir auch fast wieder ein Level up. Also es hat sich ausgezahlt, doch, irgendwie. Ich hoffe, wenn wir dann die Quest irgendwie abgeben können oder so, oder ein bisschen noch weitermachen, dass wir bald mal Level up haben. Zum Siedlungsausbau komme ich momentan noch nicht dazu, leider, leider. Wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen... oder? Nein, da muss ich noch das eine skillen, das hilft so und so nichts. Wer redet da immer was? Wer redet da? Da drüben, oder wer? Oder wie, oder was? Also nochmal rein hier. Und das Zeug holen. So. Jetzt lädt das halt wieder leider Gottes viel zu lange. So. Alles nehmen wird ein bisschen zu viel sein, fürchte ich, aber tun wir mal. Häng von de Kock. Bitte. Aufgepasst. Ich nehme Wünsche entgegen. Das ist ja schön. Immer bereit für ein Geschäft. Boah, 700. Super. Super ist das. Ah, warte. So. Dab, dab, dab. Aber so wenig kann der Kerl ja gar nicht schleppen, ne? Die Zelle. Der Ghoul-Töter. Kommt auch weg. Die ist, glaube ich, jetzt aber auch weg. Die auch. Und die drei. Ich glaube, war nicht das da mein Gewehr? Ich glaube schon, ne? Ja. Die kann ich dabei auch wegtun. Die tue ich vielleicht. Na, lass uns da mal. So, dann hier noch ein bisschen was. Da geht nichts mehr. Super. Da muss ich leider noch einmal her. Ach, Herr Jemini. So, also runter mit dem ganzen Zeugs da. Also rein mit dem ganzen Zeug, nicht runter. So, gleich passt's. Jo. So. Dann hier noch ein bisschen was.
das noch. Und das noch. Perfekt. Hallo. Jo, hallo. Also wieder raus, wieder rein. Jo, sorry nochmal dafür. Ja. Dann haben wir das auch erledigt. So. Schnell wieder porten. Merke dazwischen drin. So. Jo. 13 Leute sind schon dort daheim. Da müssen wir, also da kann ich echt bauen, bis die Schwarte kracht. Ich werde dann auch noch bei Sanctuary Hills, werde ich dann noch den Beton holen gehen, da ich mal vor einiger Zeit eine ganz schöne Portion gekauft. Die werden wir dann auch dafür verwenden. Und da werden wir mal so quasi, also ich befürchte, dass wir sicher zwei Parts brauchen werden, bis wir da einigermaßen was aufgestellt haben hier. Soll ja auch schön werden. So. So, da la. Ja. Ich lasse die beide da mal, wird schon passen. So, da haben wir jetzt ja nichts, ne? Eichhörnchen im Stiel und so weiter. Also nur da hier, nur Schrott. So. Also drücken, bis die Schwarte kracht. So. Bei Hancock hat, glaube ich, nur Waffen und was zum Anziehen. Wir haben dafür den ganzen Schrott. So, 30 Jahre später. Aber ich glaube, irgendeine Waffe muss weg. Oder? Nee. Hier vielleicht noch was. Da gibt es sicher noch ein paar Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. So, lala. Ja, die Nuka-Cola-Geschichten könnten wir eigentlich mal trinken. Eigentlich. Was richtig? Aha, wie ist. Na, hoppala, das tun wir weg. Passt. Ist schon mal gut fürs Erste. Sachen haben zum Glück kein Gewicht. Hancock, wo du sein? Da. Gib mir mal, was du hast. Was brauchst du? Alles, was du hast, bitte. Vorhanden. Alles nehmen. Jo, ich bin mir sicher. Schon wieder den Hut. Aufgepasst. Du musst es nur. Es ist halt echt. Ich glaube, ich werde dann bald mal den Charakter da wechseln. Also den Begleiter wechseln. Dreispitz. Der mit seinem Hut. Jetzt habe ich ihn wieder weggenommen. Aufgepasst. Ne? Meine kurzen Finger sind halt auch wieder typisch. So, du sollst ihn bitte anziehen. Geht ja. So, und dann nochmal reingeschmissen, das ganze Klumpert. So, haufenweise Waffen wieder, Fatman und so weiter. Bla bla bla. Jo, die hau ich auch mal weg. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Jupp. Schlagstöcke auf alle Fälle. Ich glaube, die tue ich auch mal weg. Ist ja wurscht. Kleidung, das kommt auch alles rein da. Noch irgendwas? Nein. Schrott, hat er doch was? Nein, hat er nicht. Alles gut. Passt. Und ein letztes Mal noch dorthin. Gott sei Dank.
Und zwar hier. Und dann geht's schon weiter mit der Questerei. Jo. Da-da-dam, da-dam. Eine hochmoderne Glühbirne. Also zumindest schaut es irgendwie so aus. Mit dem Glas da rundherum. Ich denke mal, dass das Glas ist. Bam 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 bam. Na los, lade schneller, bitte. Bitte. Danke. So, Vollgas. Ich hoffe, dass ich bei den nächsten Dungeons, dass es sich besser ausgeht. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber du kannst, ich weiß gar nicht, ob du so ein riesen Inventar überhaupt zusammenkriegst, dass du so einen großen Dungeon durchhatschen kannst, ohne dass du überladen bist. Vor allem die ganzen Gegner und so. So, aber jetzt. Du trägst zu viel mit dir rum. Zum Glück haben wir unseren Schackel hier. Brauchst du was? Ja, ich will dich mal ins Gesicht blenden. So, da kannst du mal das ganze Graffel haben. So. Ah, das reicht schon. Passt. Ist wieder verkehrt. So. Sehr schön. Ach, du Heilige. Und ein letztes Mal, wie gesagt. Porten. Also dorthin halt. Fürs Erste. Dam, da, da, dam, di, da, 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 dam. So. Und so. Dann werden wir wohl hier oben genug Materialien haben, dass wir hier eine schöne Siedlung bauen können. Hoffe ich mal. Die Skillpunkte brauche ich halt noch, dass ich diese ganzen Kochstationen und das Ganze hier machen kann. Das wäre nicht schlecht. Das wäre gar nicht schlecht. Das wäre gar nicht schlecht. La, 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 ja? Hui. Weil hier gedeiht alles so schön und dann gibt es nicht mal eine Kochstation. Halt, Hancock. Wo bist du, Freund? Da. Komm mal her. Wenn es geht ein bisschen näher, dann halt nicht. Also. Was brauchst du? Na. So. Guck mal nach. Gib alles her, was du hast. Das ist zu viel. Gib mir was ja. davon. Ja, du hast recht, das ist zu viel, weil ich wieder deinen blöden Hut vergessen habe. Ach Gottchen. Dreispitz und anziehen. So. Kann ich ja dem Bürgermeister nicht seine Habe stehlen. Lalalala. Ja, momentan müsst ihr euch noch mit einem einzigen. Zerstört. Aber. Was sollen wir nur machen? Ja, immerhin habt ihr schon hier ein Sofa, ne? Also wenn es regnet, könnt ihr schon mal hier unterstellen. Das ist ja schon mal was. Immer dieser Druck, der da auf einem lastet, ne? Bau dies, bau das. Wir haben Hunger, bla bla bla, uns ist kalt. Wir brauchen Strom, wir brauchen Wasser. Ach Gottchen. So. Das kommt alles weg. Du auch? Ja. Du auch. Nur die Vault-Geschichten bleiben. Und der ganze Schrott, wenn noch einer ist. Nein, ist keiner mehr. Gott sei Dank, wir sind endlich fertig. Ah, so, jetzt geht's weiter. Mit, wohin denn? Da. Good Neighbor, ne? Ja. Dahin mal. Ach, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Ah. La 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 la. Ja, ja, so schaut's aus. Trautesheim, Glück allein. Jo. Und jetzt?
Irgendwas mit einem Signal, ne? Radio. Nö, nichts mit Radio. Was sollen wir denn hier bitte? Ah, analysieren. Ach so, bei der Gnädigen. Schauen wir mal, ob wir da jetzt hin dürfen. Bei der Gnädigen, glaube ich, ne? Ah, die Hopp. Ja, ja, bei der da. Mhm. Bei der Erinnerungsfrau da. Ja. Ja. Die macht das, die kann das. Das hat sie eh schon bewiesen. Da, 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 da. Servus. Grüß euch, hallo. Ah, da ist sie schon. Du bist zurück. Das leuchtende Meer, Virgil. Was ist passiert? Also, Chip entschlüsseln, sarkastisch, Virgils Hilfe. Ich habe keine Zeit. Nö, fangen wir mal mit dem Chip an, weißt oder? Weißt du, wie man Runner-Chips entschlüsselt? Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Mhm. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Railroad. Hm, klingt gut. Sie nicht, sarkastisch. Ja, Railroad. Die Railroad? Sie helfen Sins bei der Flucht vor dem Institut. Ich weiß nicht, wer alles zu ihnen gehört. Meist taucht einer von ihnen auf, wenn jemand neue Erinnerungen braucht. Einer von ihnen hat mir mal eine Art Parole gegeben. Meinte, das würde mir helfen, sie im Notfall zu finden. Mhm. Folgt dem Weg der Freiheit. Ah, okay. Der Freedom Trail. Sarkastisch, ich finde sie. Das hilft mir nicht, natürlich. Hast du eine Ahnung, was diese Parole bedeuten soll? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt einen Ort aus der Vorkriegszeit mit einem ähnlichen Namen. Vielleicht solltest du da anfangen. Ich hoffe, sie haben weitere Hinweise hinterlassen, damit du weißt, wo es weitergeht. Für Eingeweihte sollten die Hinweise leicht zu erkennen sein. So arbeiten sie meistens. Ah, servus, Kaiser. Na dann, wir finden sie schon. Okay, ich werde sie ausfindig machen. Viel Glück. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber du wirst das hoffentlich auch so hinbekommen. Aber ja, sicher doch. Irgendwann schon. Ja. Großartig. Dann schleichen wir uns wieder, ne? Wobei, wir könnten das auch gleich mal ausrüsten. Also ausrüsten, genau, die Quest machen. Finde die Railroad. Da war doch mal irgendwas Weg in die Freiheit, oder? Das ist jetzt ja kombiniert sozusagen, ne? Jetzt ist die Frage, wo sollen wir jetzt anfangen? Beides müsste passen. Dann gehen wir da mal raus. Raus, wir müssen raus. Mhm. Der so ähnlich klingt. Das da, was ist das jetzt eigentlich? Achso, das habe ich nur so. Aber das war schon hier Good Neighbor, glaube ich. Hier haben wir damals ja angefangen. Warte mal. Street Station. Hier haben wir irgendwie die ganzen... Dingens angefangen. Da war ich schon das erste Zeichen, glaube ich. Na, schwer verkehrt. So, wir sind jetzt da. Wir gehen mal raus aus dem Dörfchen hier. Also aus der Stadt, meine ich.
Das wäre vielleicht Dogmeat gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hat das so eine bestimmte Fähigkeit auch. Nein, ich weiß. Hühnchen können nur Spuren verfolgen, wenn sie was gewittert haben. Also einen Geruch haben. Jo. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und wir finden, wonach wir suchen. Ich weiß, das war ein Buchstabe und eine Zahl. Ich denke mal, der Buchstabe steht für die Himmelsrichtung und die Zahl steht für die Schritte, vielleicht, die man gehen muss in diese Himmelsrichtung. Vielleicht ist es ja so gemeint. So, lädst du mal fertig, bitte? Danke. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Vielleicht bin ich auf ein Insekt getreten. Also warte, da vorne war... Ich glaube, ich höre einfach nur Stimmen. Keine Ahnung, wahrscheinlich geht es nur mir so. Also da. Da ist das Erste. Markierung. Untersuchen. 6O. 6O. Da hätte ich gedacht, 6 Schritte nach Osten zum Beispiel, ne? Was ist das? Ja, öffne. Das Old State House wurde 1713 erbaut und ist das älteste öffentliche Gebäude in Boston. In den Jahren vor dem Unabhängigkeitskrieg war es eine Brutstätte für Ideen und Ideale, die später zur Revolution führen würden. Hier wurde, wie John Adams es ausdrückte, das Kind der Freiheit geboren. 1770 kam es vor dem Old State House zum Massaker von Boston, bei dem 5 amerikanische Kolonisten getötet wurden, was zu Protesten gegen die Briten führte. Das Old State House war der Sitz der Regierung von Massachusetts bis 1798, das New State House fertiggestellt wurde. Das ist kein Hinweis. Oder doch? O6. Old State House. Das war doch... Waren wir da nicht schon mal? Da vielleicht? Ich bohr mich da mal hin. Der Part ist auch zu Ende verflixt und zugenäht. Ich glaube, das ist bei diesem Haus, da sind wir schon mal vorbeigehatscht, glaube ich. Oder irgendwie dort in der Nähe. Und mir kommt vor, dann gab es dort auch so eine Wegmarkierung. Dann gestern hier vielleicht weiter. Alter Schwede. Ein Ghoul. Boom. Und tschüss. Jackpot. Jupp, Jackpot. 10mm Pistole, supi. Das wollte ich so jetzt eigentlich gar nicht. Und dann 6 Schritte. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es wirklich dieses Gebäude. Und da müsstest du vielleicht 6 Schritte dort irgendwie gehen oder so. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig. Die Frage, wo ist wer da dann Osten? In die Richtung. Dann komme ich ja wieder hierhin zurück. Wäre bei sonstiges was dabei? Museum? Nein.
Ja, das wird, da werde ich mir im nächsten Part den Kopf dann, also werden wir uns im nächsten Part den Kopf darüber zerbrechen. Für heute machen wir mal Schluss. Das wird wahrscheinlich recht heftig werden. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!